Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda und immer noch auf Meridian. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir zur Kommandozentrale kommen. das ist jetzt auf jeden Fall mal eine... Oh Gott, ich sehe da was. Ich sehe da was. Aber wir haben ja noch ein Geschütz da. Das sieht übel aus. Wir halten nicht mehr lange durch. Wir haben doch gerade erst angefangen, Greg. Wir haben erst angefangen, Joel. Das war Greg. Gott sei Dank gibt es kein Friendly Fire in diesem Spiel. Nein, das war doch gut. Das war doch gut. Wir wollten das. Das war mein Ziel. Wir kriegen den ältesten relativ zackig runter. Genau, ich habe nicht keinen Bock darauf, dass er sich ständig hin und her teleportiert. Nur die Kugel! Ich treffe sie nicht. Auf jeden Fall gut. Wenn er hier irgendwo runtergeflogen ist, dann ist er in die Suppe geflogen und dann hat er das auch nicht geschafft. Das wäre gut. Ein Behälter. Auch gerne. So, hier ist auch wieder was zum Scannen, sagt mir der Scanner, aber ich sehe wieder nicht. Hier oben hoch. Aber wie kommen wir da hin? Hier müssen wir hoch. Okay. Moment. Ja, ich schaff das gleich. Ich schaff es gleich, hier drauf zu springen. Alles klar, ich schaff das gleich. Gott. Ja, hier müssen wir lang. Ne? Alles klar. Ja, hier muss man. Und dann hier vielleicht? Oh, aber hier geht's nicht weiter. Da hinten. Andere Seite. Andere Seite, andere Seite. Schnell, 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 bevor die Cat da sind. Das ist sowieso alles geskriptet an der Stelle, aber ne, trotzdem. Dieser Ort ist riesig und ein Labyrinth. Ich weiß gar nicht, ob man an dieser Stelle. Ja, die oh no! Shit! Nein, ich hasse die Dinger. Ich hasse die Dinger. Los. Jetzt wirklich Arschgeig gesagt. Boah. Aber. Ich will nicht mit dem. Ich will nicht wieder von dem Koloss gekillt werden. Echt nicht. Mal ganz kurz hier in Deckung gehen. Keine gute Idee. Scheiße.
Gott. Das ist so kacke. Okay. Jetzt ernsthaft. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber es ist immer noch da. Ich hab gedacht, der wäre jetzt down. Aber gut, der ist jetzt hoffentlich gleich down. Joel? Joel? Wo ist Joel? 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 Wiederbeleben, wiederbeleben. Scheibenkleister. Ich kann nicht in Deckung gehen. Hier ist nirgendwo eine Deckung. Hier hinten hinstellen, in Deckung gehen, ist dann was echt Kaffes. Ich kann nichts anderes machen. Ich habe überhaupt keinerlei Deckung. Was für ein Kack. Ich muss jetzt irgendwie an den vorbei. Vorbei und hier irgendwo in Deckung gehen. Scheibenkleister. Und hier nicht echt in Deckung. Wie ging das noch? Mit alt, ne? Ich bin überhaupt nicht down. Scheiße. Gehe ich eben Joel holen, weil ohne Joel kommen wir hier nicht weiter. Scheiße. Okay. Oh nein, ein Tilger. Wo ist denn der her? Okay. Da sind überall noch Relikte. Sind da auch überall Ketten gerade? Oder ist es eher so, dass hier überall Relikte sind? Ich glaube eher, hier sind Relikte. Ketten scheinen mir tatsächlich irgendwie... Ist das eigentlich so ein Explosiv-Ding? Ja. Okay. Nachladen. Wieder mal so ein Ding hier, was mit Gesundheit gibt, aber super. Da sind so viele noch. Oh Gott, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Kommen die alle her? Das ist ein Gesundheitsding. Ich sehe es, ich sehe es. Ich schaff das. Ich komm da hin. Indem ich hier. Ach, shit. Okay. Das hat jetzt funktioniert. Meine Gesundheit war echt ziemlich weit unten. Hier sind so viele Relikte. Okay. Ja. Ist hier irgendwo noch ein Assembler, der vielleicht neue generiert? Die ich irgendwie nicht, eben nicht gesehen habe? Das könnte natürlich sein. Das Problem gewesen hier gerade. Hast du hier den ganzen Mist gemacht? Kram? Ich glaube ja.
halt mal einfach drauf und hoffe. Stufenaufstieg, ach du Schande. Haben wir sie? Ich glaube, wir haben sie. Oder? Nee, einer ist noch da. Ein Assembler ist noch da. Okay. Wir haben sie. Das war haarig. Und das war erst der Anfang, nehme ich an. Und wir haben ganz wenig Munition. Die kamen alle hier raus, deswegen waren hier so viele. So. Da oben muss ich hin, da ist Munition. Bevor ich da runtergehe. Keine Ahnung, aber das sieht wie ein Gravitationsschacht da aus. Runtergehe. Nachladen. 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 Alles nachgeladen, okay. Nachgeladen. Okay. Gut. So, dann mal rein in die gute Stube. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das jetzt noch schwieriger wird. Oh, es geht nach oben. Aha. Vor allen Dingen den Typen oder was auch immer, der da geschickt hat, haben wir noch nicht gehabt, oder? Behälter. Das klingt ja schon mal gut. Da ist eine Tür, die verschlossen ist. Okay. Noch ein Behälter. Ich finde es halt immer schön, wenn wir irgendwelche Sondermunitionen nachbekommen und nicht einfach nur Behälter mit Gedöns. Ach du Kacke. Das könnte unschön werden hier. Wir haben es geschafft. Das scheint das Kontrollzentrum von Meridian zu sein. Endlich. Okay, Gesundheit. Munition. Nochmal Munition. Da hinten ist nochmal Gesundheit. Oh Gott. Das wird ein härterer Kampf, glaube ich. Wenn hier so viel Gesundheit ist. Sind die Welten alle, oder? Übersetze. Verbindungsabbruch. Meridian-Antrieb fehlt. Ja, können wir das reparieren, Sam? Sam ist etwas beschädigt. Können wir die Systeme wieder instand setzen? Tut mir leid, Pathfinder. Die Systeme sind intakt, suchen aber nach einer Komponente, die anscheinend nicht vorhanden ist. Was soll das heißen, sie ist nicht vorhanden? Moment, Pathfinder. Ich habe etwas entdeckt. Tavadona Vera. Ansoloran Asa Voltavganye, Bera Iras. Übersetze. Letztes Administrator-Log. Die Waffe des Feindes könnte enorme Schäden anrichten. All unsere Waffen und Schiffe werden uns und mein Ziel nicht schützen können. Essendava Felos, Bera Iras Onganta Vedlov, Hanela Jadan. Wir trennen Meridian vom Befehlskern und lassen ihn hier, um den Beschuss auf sich zu lenken. Meridian enthält das ganze Werk der Jadan, nichts anderes zählt. Ich schicke es fort. Wir können eines Tages zurückkehren und die Erneuerung fortsetzen. Ende des Logs. Erneuerung fortsetzen? Eines Tages. Der Archon lag falsch. Das hier ist nicht Meridian. Meridian ist fort. Dann suchen wir danach. Oh. Das sind aber nicht vielleicht die Cats, die jetzt. Wir müssen hier raus. Ja, wäre jetzt gut. War ja so klar. Verschwinden wir von hier, ist glaube ich. Okay, los, verschwinden wir von hier. Sam, such einen Ausgang, der uns von den Cat wegführt. Es gibt nur den einen Ausgang, Pathfinder, aber die Reliktstadt besitzt Verteidigungsanlagen und dies ist ihre Kommandozentrale. Verteidigungsanlagen, natürlich. Wir setzen sie ein. Dann mach das.
spannend. Landet nicht direkt bei uns vor der Tür. Der Archon will diese. Vernichtet den Rest. Okay. Ja, Deckung. Du warst doch von den Deckung, Mädchen. Das ist eins von denen, die sich tarnen können. Ich kann den Kettgestank noch immer riechen. Schwert des Archons. Getan. Ich wollte nämlich nicht sagen, so richtig super war die ja eigentlich nicht, ne? Ja. Ich wusste sofort, als ich sie sah, dass diese Ketten Ärger bedeuten. Leider, sie werden doch Meridian nicht aufgeben. Töten wir die Kette. Reden können wir später. Was? Da ist es. Ah, die kommen hier hoch. Dann gehen wir mal hier lang. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Nee, du wolltest den Scanner benutzen. Hab dich! Falsche Waffe. Falsche Waffe. Falsche Waffe? Ganz falsche Waffe? Völlig falsche Waffe. Wo war jetzt nochmal die Heilung? War hier unten. Da. Die sollte ich mir jetzt gerade holen, sonst habe ich ein Problem. dass sie dann immer stehen bleibt, wenn man. Sag mal, ist der gerade Schlittschuh laufen oder wie sah das aus? Es sah ein bisschen nach Schlittschuh laufen. Jetzt ist aber gut hier. Jetzt ist echt mal gut. Hat die sich wieder geheilt? Die hat sich geheilt. Nützt das? Nein. Besser nicht. Besser nicht in den Nahkampf. Besser nicht in den Nahkampf. Habe die Anführerin aus den Augen verloren. Ja, ich laufe auch gerade nur dahin, um mich zu heilen. Oh, da kommen noch mehr. Das ist schlecht. Not again. Ich hasse die Dinger. Ich hasse die Dinger. Echt, ich hasse sie. Furchtbar. Hab dich! Tatsächlich. Und vergessen Sie den Rest der Kette nicht! Hm. Wo ist sie denn? Ist sie hier irgendwo? Gar nicht so viel Energie haben. Ich habe die Anführerin aus den Augen verloren. Wieso kann die sich so tarnen, wenn die direkt vor uns steht? Das ist auch nicht normal. Du hältst dich für besonders geschickt, was? Oh shit. Ich wollte eigentlich den Koloss explodieren lassen. Das hat nicht so ganz geklappt. Komm schon! Wo bist du? Ja, ich renne jetzt gerade ein bisschen panisch durch die Gegend und schreie, wir werden alle sterben. Ich weiß. Ich habe das Gefühl, immer wenn die sich. Ja, sie heilt sich immer wieder, wenn die. Oder zumindest baut die Schilde dann wieder auf. Auch wenn sie sich nicht heilt. Das ist kacke. Okay,
Okay, nur Brandmunition. Nein, du wirst mir jetzt ganz sicher keinen. Nein, not again! Immer wenn die fast down ist, macht die ihren Verschwindibus. Ist doch echt nicht fair. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Und halt wieder herstellen. Ich frag mich ja, wo die ist. Jetzt. Hab dich! Tatsächlich. Wo? Wo? Und? Ach, hier. Ah, jetzt startet sie dann aber mit deutlich weniger Leben. Das ist gut. Ja, Joel, hau ihr mal einen hinten in den Rücken. Das ist super. Kannst du gerne machen. Mann, die kann doch nicht so... So tough sein, wollte ich gerade sagen. Tempest an Boden, Team, alles okay bei Ihnen? Ja, uns geht's gut. Wir haben alles aus dem Orbit mit angesehen. Es war unglaublich. Die gesamte Stadt ist erwacht. Die Scans haben völlig verrückte Daten geliefert. Okay. Und die Cat ziehen sich zurück. Was auch immer sie gemacht haben, Ryder, es hat funktioniert. Ein vollständiger Rückzug? Sehr schön. Gibt es irgendetwas Neues zu Meridian? Konnten Sie es schon aktivieren? Das hier ist nicht Meridian, oder zumindest nicht alles. Wir bringen Sie später auf den neuesten Stand. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der Archon wieder alles mithören kann. Meridian ist also weg, aber sollte dieses Ding nicht wissen, wo es hin ist? Der Kontakt mit der Geißel hat Meridian von seinem Kurs abgebracht. Es würde Jahre dauern, seine aktuelle Position zu ermitteln. All diese Relikttechnologie um uns herum. Die Jardan müssen doch einen Plan gehabt haben. Ich bezweifle, dass sie sonderlich viel Zeit hatten, sich einen Plan zurechtzulegen. Okay, also, wenn die Geißel für das ganze Chaos verantwortlich ist, sollten wir vielleicht genau da ansetzen. Worauf wollen Sie hinaus, Kleine? Das weiß ich noch nicht. Wir werden darüber nachdenken müssen. Sie haben Kalor gehört. Die Cat fliehen vor uns. Das bedeutet nur, dass wir unseren Vorteil nutzen müssen, solange sie noch geschwächt sind. Wir müssen Meridian finden. Das echte Meridian. Sam, sammle so viele Daten wie möglich und sag der Tempest, sie soll uns abholen. Vor uns liegt jede Menge Arbeit. Vor uns allen. Huiuiui. Gut, dann ist das... Ich habe jetzt gedacht, das wäre das Ende. Aber das ist ja noch lange nicht das Finale dann, so wie es aussieht. Wow. Pathfinder, sind alle wohl auf? Überspringen wir den Smalltalk, oder? Ach komm, wir sind mal freundlich. Ja, alles bestens. Danke der Nachfrage. Das freut mich. Ihre Reise war sicher nicht leicht. Und wo wir gerade davon sprechen. Sie haben sich widersetzt. Ihre Suche nach Meridian war ein Verstoß gegen Befehle der Initiative. Und das, obwohl wir gute Gründe dafür hatten. Aber Sie hatten recht, Ryder. Wir hätten Ihnen vertrauen sollen. Sie haben ein ums andere Mal bewiesen, dass Sie den Titel Pathfinder verdienen. Ich war noch nie so froh, mich zu irren. Erstaunlich. Ich weiß Ihre Anerkennung zu schätzen und Ihre Offenheit. Soweit ich weiß, gibt es noch Hindernisse auf dem Weg nach Meridian. Die Initiative wird Sie mit allem unterstützen, was Sie brauchen. Pathfinder, wenn Ihr Gespräch mit der Nexus beendet ist, würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich glaube, ich weiß, wie wir Meridian finden können. Okay. Wow. Sie sehen müde aus. Ich habe die ganze Nacht die Daten verarbeitet, die wir aus der Reliktstadt erhalten haben. Es sind sehr viele. Ja. Überanstrengen Sie sich nicht. Jemand muss doch dafür sorgen, dass ich hübsch bleibe. Ist klar, Liam, ist klar. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Okay,
Für einen Menschen denken sie extrem schnell. Sie haben die ideale Ausstiegszone. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay. Allein schon die oberste Mail von deinem romantischen Freund Jawl. Ryder, du bist wunderbar und großartig. Triff mich auf Aya. Ich habe eine Überraschung für dich, Jawl. Okay, super. Spiel und Spaß. Hey Kleine, kennen Sie feuerspuckende Dreschschlunde des Todes? Ein Wahnsinnsspiel. Vetra hat mir irgendwie ein Exemplar besorgt. Treffen wir uns doch im Vortex auf eine Partie. Wie geil. Hallo Ryder, ich bin wieder draußen. Ihr Besuch hat die Dinge in Bewegung gebracht, was? Kommen Sie zu mir auf die Nexus, dann erzähle ich Ihnen alles, wenn Sie mir von der Reliktstadt erzählen, die Sie gefunden haben. Es wäre schön, Sie ohne Gitterstäbe zwischen uns zu sehen. Da waren keine Gitterstäbe, aber gut, sie ist dramatisch. Städte und Gärten. Wegen der Reliktstadt habe ich über meinen Rosengarten nachgedacht, die Erde vorbereiten, Aussaat für die Zukunft und so weiter. Die Jadan haben also die Angara erschaffen, aber mit welchem Ziel? Waren sie Teil eines größeren Plans? Waren sie ein vorbereitender Schritt für etwas anderes? Ich frage mich, ob die Jadan mehr mit diesem Cluster vorhatten und wie wir da hineinpassen. Korra. An Fehler nicht, Empfänger nicht gefunden. Weiterleitung an. Pathfinder Ryder von Zoe Walsberg. Hallo, hi Kallo, ich probiere gerade das neue automatische Adresssystem aus, das Sie mir empfohlen haben. Ich hoffe nur, es hat Ihren Nachnamen richtig verstanden. Ich wollte einfach nur etwas sagen. Danke drückt nicht annähernd aus, was es mir bedeutet, diese Last mit jemandem teilen zu können. Aber ich achte auf jeden einzelnen Credit. Stellen Sie sich also schon mal auf einen hübschen Gewinn ein. Passen Sie da draußen auf sich auf. Zoe, was? Und ignorieren Sie das einfach, Ryder? Ich kümmere mich darum. Kallo, ach nee, ups. Glaube ist merkwürdig. Ich rede über solche Sachen nicht, weil mein Mundwerk ein Idiot ist. Aber wir befinden uns jetzt in echt merkwürdigen Gefilden. Die Jadan haben ein Volk erschaffen. Daheim in der Milchstraße standen wir kurz davor, stabile Klone herzustellen. Aber das hier ist etwas anderes. Die Teile sind schon da, müssen nur noch zusammengebaut werden. Ich grüble also über künstliches Leben nach und dann denke ich an Sam. Ihr Vater hat auch eine Art von Leben erschaffen. Ich betrachte diese erstaunliche technische Errungenschaft und begreife sie nicht mal im Ansatz. Und Sie haben das in Ihrem Kopf. Das ist was verdammt Besonderes. Als bräuchte ich noch einen Grund dafür, einen Pathfinder für etwas anderes zu halten. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Manchmal schreibt man einfach nur so. Stimmt's, Costa? Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Schöpfung beschäftigen. Dabei sind theologische Gespräche, wissenschaftliche Artikel über technologische Integration, also ein Video von 1995, in dem eine KI über die Auswahl ihrer Fußbekleidung nachdenkt. Wie schön. Fakten über die Cat von Lexi. Hallo Ryder, ich habe mit meinem Artikel über die Anatomie der Cat begonnen und dachte, einige meiner Entdeckungen könnten Sie auch interessieren. Cat haben 332 Knochen, zum Vergleich erwachsene Menschen haben 206. Cat haben keine Fortpflanzungsorgane, brauchen sie ja auch nicht. Cat sind Zehengänger, das hat man auch gesehen, genau wie Turianer und Quarianer. Die knochenähnliche Panzerung, die ihren Körper bedeckt, besteht tatsächlich aus Knochen. Cat haben doppelt so viele Geschmacksknospen wie der Durchschnittsmensch. Lexi, sehr spannend. Das letzte, der letzte, von dem sie hören möchten. Ich sollte mich kurz fassen. Der gute Major Zaylen Varn überwacht bestimmt alle Com-Kanäle, die ich benutzen könnte. Die anderen und ich sind uns der großen Verantwortung bewusst, die wir wegen unserer Taten haben. Neben den Details, die ich ihrem Sam gesendet habe, werden wir unauffällige Informationen an das Militär weiterleiten und den Cat falsche Daten übermitteln im Rahmen des Möglichen. Das wird nicht viel verändern, aber selbst das kann am Ende entscheidend sein. Ich danke Ihnen, dass Sie mich verabscheuungswürdig genannt haben. Ich darf das nie vergessen, genauso wenig wie die Schreie an Bord des Flaggschiffs des Archons. Dr. Metro Aiden. Ja. Filmabendpläne. Hey, Liams Filmabend scheint jeden zu interessieren. Vor allem Drake und Peeby. Also wir sollten darüber reden. Vielleicht können wir einen medizinischen Notfall verhindern, bevor er eintritt. Ach du Schande. Ja. Wo war denn jetzt ganz oben? Da, von deinem romantischen Freund Jawl. Das ist einfach sehr süß. Romantischer Freund. Gut, wir haben jetzt total viele Sachen, die wir machen können. Naja, manchmal haben wir Menschen einfach Glück. Ich bin froh, diese Art von Glück auf meinem Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Denn das war jetzt alles sehr aufregend. Und ich möchte einfach
nach und nach dann alle möglichen Sachen machen, also arbeiten, klingt so negativ, durchgehen, mit allen Leuten sprechen und dann gucken wir mal, was so passiert. Ich bin sehr gespannt. Also das habe ich jetzt, das lief jetzt anders, als ich das erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin über die Sache mit den Angara wirklich überrascht gewesen. Mal schauen, was sonst noch so alles kommt. Vielleicht hält das Spiel ja doch noch die ein oder andere Überraschung bereit und kriegt noch einen großen Knall am Ende. Mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.